Vor etwa 15 Jahren fuhr ich in die Siedlung Beit El in der Nähe von Ramallah, um damals den Siedlerrabbiner Benny Elon bei sich zu Hause zu interviewen. Er hatte eine sehr beeindruckende, riesengroße Bibliothek und dort fand ich auch sämtliche Schriften des israelischen Religionsphilosophen Yeshayahu Leibowitz, der ein ganz erklärter Gegner der Siedlerbewegung war. Und ich sagte Benny Elon, wow, Sie lesen Leibowitz? Und er sagte, ja, natürlich, man muss ja die Argumente seiner Gegner kennen. So etwas Ähnliches möchte ich heute Ihnen auch quasi zumuten. Ich möchte Ihnen diesen Mann vorstellen, der 1926 als Georg Bombach in Kiel geboren wurde und dann es gerade noch rechtzeitig schaffte, vor dem Terror der Nazis zu fliehen, hierher nach Palästina kam, hier einwanderte, schließlich Politiker und Jurist wurde und 1968 als einer der allerersten mit nach Hebron ging, um dort die allererste Siedlung aufzubauen. Also er gehört sozusagen zu den Stammvätern der Siedlerbewegung. Ein überzeugter Siedler. Und Georg Bombach, der sich hier in Israel Eliakim Haetzni nennt, wird uns nun seine Sicht der Dinge schildern, die hochinteressant ist, mal anzuhören. Und zwar argumentiert er nicht religiös. Das religiöse Argument der Siedler ist ja, dass Gott Juden beauftragt hat, das ihnen gegebene Land wieder zu besiedeln. Das ist ein Argument, das wir kennen. Sondern als Jurist versucht er, von seiner Sicht aus, von der Sicht der Siedler aus, zu argumentieren, warum die Siedler das Recht haben, auf dem, was wir international besetztes Gebiet nennen, zu siedeln. Er zweifelt bereits an, ob das überhaupt besetztes Gebiet ist. Nun, ich möchte Ihnen Eliakim Haetzni in dieser Folge, aber auch in der nächsten zumuten, denn es ist hochinteressant, ihm zumindest mal zuzuhören und diese Argumente sich anzuhören, um auch die eigene Position zu überprüfen und auch entweder bessere Argumente dagegen zu haben oder eben auch nicht, das bleibt Ihnen überlassen. Hören Sie also nun Eliakim Haetzni in Hebron, der Ihnen zunächst einmal erzählt, warum seiner Meinung nach und nach Meinung der Siedler das Gebiet, das wir das Westjordanland nennen, das Gebiet, das die Siedler Judäa und Samaria nennen, überhaupt nicht besetztes Gebiet ist. Mensch, da stellt sich jetzt die Frage, ist das erobertes Gebiet? Darum dreht sich doch alles. Nur, also jetzt spreche ich als Jurist. Und ich habe es studiert. Und die Frage stellt sich nicht nur in Bezug auf Genf, sondern auf Haag. Die Haager Konvention, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die sagt, wie soll man sich benehmen in Occupied Territory, auf besetztem Gebiet. Und die Frage ist immer, wer ist der Souverän, der irgendwie ein Recht hat, eines Tages zurückzukommen. Ja? Das heißt auf Englisch reversionär. Also er wurde vertrieben wegen des Krieges, aber eines Tages kommt Frieden, dann kommt er zurück. Zum Beispiel, wir dürfen nicht, also wir, der Okkupant, der Besetzer, darf nicht in Besitz nehmen die Befunde der Archäologie. Die gehören dem Souverän, ja, der jetzt abwesend ist. Die Naturschätze darf er nicht ausnützen für sich. Weil das ist nur irgendwie eine Übergangszeit von Occupation, von Besetzung. Jetzt möchte ich an Sie die Frage stellen. Wer ist diese souveräne Macht, welche die hier legal regiert hat und welche von Israel im Sechstagekrieg vertrieben wurde? Jordanien? Es waren hier Jordanien. Ist Jordanien der legale, legitime Souverän? Was würden Sie sagen? Ich bin kein Jurist. Natürlich nicht, weil Jordanien gegen den Beschluss der Vereinten Nationen
eingedrungen ist mit diesem englischen General, wie hat er geheißen, Glab Pascha, und erobert hat die sogenannte, was die dann nannten, Westbank und das biblische Jerusalem. Und diese Besetzung wurde von keinem Land in der Welt anerkannt, von keinem arabischen Land, außer England, welches war natürlich, hat das alles inszeniert, und Pakistan, weil es gab irgendeine Heirat, ich weiß nicht, zwischen, das ist alles. Nirgends wurde die jordanische Occupation anerkannt. Wenn das nicht genügt, im Jahre 1988 hat der König Hussein erklärt, wir haben keinen Anspruch mehr auf Westbank in seiner Sprache, keinen Anspruch, wir trennen uns davon ab. Also jedenfalls, keiner behauptet heute, dass dieser legitime Besitzer, ja, Sovereign dieses Landes sei Jordanien. Okay, wer war hier vor Jordanien? Das britische Mandat, ja? Das britische Mandat im Jahre 1948 hat ein Gesetz verabschiedet, sagend, wir schließen den Laden. Wir sind nicht mehr da, wir haben keine Forderungen mehr an uns, wir bestehen nicht mehr. Also es ist nicht so, dass das Mandat zurückkommen will. Wer war hier vor dem Mandat? Die Türken. Die Türken waren hier 400 Jahre. Von 1517 bis 1917, 400 Jahre. Am Ende haben die Türken einen Vertrag gemacht, ich glaube im Jahre 1920, in Lausanne, wo die Türkei, das Ottomanische Imperium, verzichtete auf alle Gebiete außerhalb Anatoliens, außerhalb, was heute die Türkei ist. Also es besteht kein türkischer Anspruch auf Judäa Samaria. Nun, wer war vor den Türken? Die Mamelucken. Die Mamelucken sind im Museum. Gehen Sie zum Museum und sprechen Sie mit ihnen. War die einzigen, also wer hat den Anspruch? Also in anderen Worten, dieses Land hat keinen früheren Souverän. Also wir haben dieses Land im Jahr, in den Sechstagekrieg nicht genommen aus den Händen, aus irgendwelchen legitimen Händen. Jetzt werde ich für Sie die Frage anders stellen. Wer hat denn einen Anspruch? Wenn dem so ist, dann wer hat einen Anspruch auf dieses Land? Und ich zitiere Professor Julius Stone, ein Richter, ein weltbekannter internationaler Wissenschaftler. Dann Eugene Rostow. Er war ein Vizeminister in Amerika und er stand hinter 242, die Sicherheitsratsbeschluss. Und noch einen Mann, der heißt Schwebel. Der war Präsident des Internationalen Gerichtshofes in Haag. Und es gibt ich habe zu Hause ein Buch von dem Stone und er zitiert Schwebel und zitiert Rostow. Und das sind nicht die einzigen, die sagen, den einzigen gültigen Anspruch an dieses Land heute hat Israel. Und die Erklärung ist wie folgt. Also wenn man sich anschaut den Mittleren Osten, und man will verstehen, warum sieht er so aus, ich meine geografisch, historisch, politisch und so weiter, wie er heute aussieht, muss man anfangen von der Zerstückelung des Ottomanischen Imperiums. Hier fing die Geschichte an. Bis dann war alles Ottomanier.
Saudi-Arabien, Teile von Nordafrika, Irak, alles war Ottoman-Imperium. Also die zeitgenössische Geschichte des Mittleren Ostens beginnt vom Ende des Ersten Weltkrieges. Dasselbe gilt für Europa. Wenn man sich fragen will, was ist geschehen in Europa, zumindest muss man anfangen von den Folgen des Ersten Weltkrieges. Okay? Fangen wir an von dort. Noch im Jahre 1917, das war noch der Erste Weltkrieg, schrieb ein Lord Balfour, der britische Außenminister, einen Brief an Lord Rothschild, an den Rothschild von London, wo er versprach im Namen seiner Majestät, in Palästina eine jüdische Nationalheimstätte zu errichten. So. Unter der Bedingung, dass die Zivilrechte und die religiösen Rechte der anderen Gemeinden nicht beeinträchtigt werden. In anderen Worten, der Wortlaut bedeutet, politische Rechte, jüdische Nationalheimstätte, das ist politisch, nur für die Juden. Zivilrechte, gerade dieses Addendum, ja, zeigt noch schärfer, dass die politischen Rechte in diesem Brief nur den Juden zugesprochen werden sollten. Dieser Brief ist eingegangen in die Geschichte als die Balfour Declaration, die Balfour-Erklärung. Dann haben diese Mächte dieses Bundes den Krieg gesiegt, verteilt alles, was zum ottomanischen Imperium gehörte. Und die Frage war, was geschieht mit Palästina? Es wurde verfügt mit einem Mittel, welches genannt wurde Mandate. Die Engländer bekamen ein Mandat über Palästina und ein Mandat über Irak. Die Franzosen bekamen ein Mandat über Syrien und über Libanon. Was ist ein Mandat? Das Wort bedeutet Vollmacht.